Hallo Friends, Michael Buchinger hier. Ich hab's getan, ich hab's geschafft. 150 Kilometer, 5 Tage, fast 200.000 Schritte. Wovon spricht dieser komische Mann? Von meiner Pilgerreise. Ich bin von Wien, von meiner Haustür, bis nach Mariazell gepilgert. Mutterseelen alleine. Ich war ganz alleine. Und aus diesem Grund habe ich euch auf Social Media mitgenommen, also auf meinem Instagram-Account. Und mir ist aufgefallen, ihr hattet Fragen. Ihr hattet mehr Fragen als Inspektor Columbo, wenn er ein Alibi eines Verdächtigen nicht ganz glauben kann. Und dachte mir, ich mache einfach dieses YouTube-Video und beantworte eure Fragen. Bist du auch nach Mariazell gereist wegen religiösen Gründen oder einfach, weil sich der Ort anbietet? Hell to the no! Ich bin überhaupt nicht religiös. Ja, ich als schwuler Mann habe die Sorge, dass ich in Flammen aufgehe, wenn ich eine Kirche betrete. Und ich dachte mir, wenn ich dann nach Mariazell komme, dann brennt die ganze Stadt. Aber es ist natürlich ein sehr religiöser Weg. Ich habe es dann im Endeffekt gemacht, weil ich mir dachte, okay, das ist der beliebteste Wanderweg Österreichs. Er ist gut beschildert. Außerdem habe ich das in Jugendjahren mal mit meiner katholischen Privatschule, die ich besucht habe, gemacht. Und ich habe es eigentlich in guter Erinnerung. Außer, dass wir immer bei so eigenartigen Familien geschlafen haben. Und eine dieser Familien, da gab es eine Mutter und die hat so Porzellanpuppen gesammelt. Und das heißt, ich bin schlafen gegangen und neben mir, auf dem Tisch, neben meinem Bett, lag so ein Porzellanpüppchen und hat mich so angesehen. Das war traumatisch. Bis zum heutigen Tag kann ich keinen Sex mit Porzellanpuppen haben. Was hattest du für Schuhe an? Die Schuhe sind so eine Sache, weil ich habe hier im Vorfeld natürlich mit Freunden darüber geredet. Die meinten, Michi, du brauchst Wanderschuhe, die irgendwie fürs Trekking geeignet sind. What the fuck is Trekking? Bitte sprich Deutsch, Bianca. Und ich habe dann voll den Stress bekommen und ich dachte mir dann halt, wenn ich jetzt neue Schuhe kaufe und morgen losgehe, dann passen mir die ja nicht, ja, dann kriege ich ja lauter Blasen. Und im Endeffekt habe ich mich dazu entschlossen, mit meinen guten alten Reeboks zu gehen, die 40 Euro gekostet sind, überhaupt nicht fürs Wandern geeignet. Und ich sage euch was, das war meine beste Entscheidung. Ich habe keine einzige Blase gehabt. Zugegeben, sie haben nicht wirklich viel Profil. Das heißt, es gab so Stellen im Wald, da war es matschig und da bin ich mir vorgekommen, als würde ich Skifahren. Ich bin einfach so runtergerutscht. Dann hatte ich diesen 25 Liter Rucksack dabei. Und ich sehe gerade, da klebt irgendwas Grausliches. Was würdest du als Wegzehrung empfehlen? Ich weiß es nicht. Ich kann euch nur sagen, was ich euch als Wegzehrung nicht unbedingt empfehlen würde. Auf diesem YouTube-Kanal hatte ich vor einigen Jahren einen Sponsor, der macht Dosenthunfisch. Und das war ein sehr umstrittenes Thema. Viele von euch hatten ein Problem damit, ich nicht. Ne, offenbar, ich habe erstens Geld dafür bekommen. Zweitens war Dosenthunfisch immer so mein Lieblingsessen als Kind. Und die hatten ein Produkt am Markt, das haben sie nach wie vor. Das ist so ein bisschen Thunfisch mit Salat. Das heißt mit Bohnen oder Couscous. Es war, wie es immer ist, ja, wenn ich irgendwie einen Sponsor habe, dann werde ich automatisch zum besten Kunden, weil ich dachte mir, Michi, für diese Reise kaufst du einfach mehrere dieser Dosen und nimmst dir das als tägliches Mittagessen mit. Ich muss sagen, die ersten zwei Tage war es delicious as fuck. Ich habe es geliebt. Außerdem total praktisch, ja, du isst es einfach raus, dann wirfst du es weg in einem Mistkübel. Aber dann am dritten Tag dachte ich mir, ich will einfach, ich kann keinen Thunfisch mehr sehen. Es war so ölig. Ich hatte Blähungen. Das TMI, wie wir alle wissen, steht das für Tell Me Information. Deswegen hier mehr Informationen zu meinen Blähungen. Es war nicht angenehm und ich habe dann aufgehört, diesen Dosenthunfisch zu essen und bin stattdessen alleine essen gegangen. In ein Ristorante. Mich würde es interessieren, wie deine Erfahrungen beim alleine essen waren. Ich habe mich das bis jetzt noch nie getraut. Ich war früher genauso wie du. Ja, ich habe es gehasst, alleine essen zu gehen. Und du denkst dir dann, jetzt sitze ich da alleine wie ein Loser.
und esse mein Risotto wie ein Loser und ich weiß nicht, was ich währenddessen machen soll. Hier liest man ein Buch, während man isst, das ist auch komplett komisch. Man hat das Gefühl, alle anderen starren einen an und denken sich, sieh ihn dir an, diesen Loser, isst sein Risotto wie ein Loser. Hier ein Newsflash, ich weiß nicht, wer es hören muss, aber hier kommt es. Niemand macht sich so viele Gedanken über dich wie du selbst. Den Leuten ist es scheißegal, dass du alleine isst. Wahrscheinlich sehen sie dich an und beneiden dich, weil sie gerade mit wahnsinnig anstrengenden Leuten am Tisch sitzen und sich denken, fuck, ich war einfach gern alleine. Wurdest du sehr oft erkannt und wie war das dann für dich? Ihr wisst es. Für einen Celebrity wie mich ist es nahezu unmöglich, die Haustür zu verlassen, ohne erkannt zu werden. Aber ich bin auf meiner Pilgerreise zweimal erkannt worden und es war beide Male super nett. Was ich aber bemerken muss, ist, dass ich generell wenige Pilger getroffen habe. Ja, ich dachte mir so, ich werde sicher am Tag 50 Leute überholen und dann so Pilger-Slang austauschen und sagen, na, was ist eure liebste Himmelsrichtung? Aber ich habe niemanden, ich habe sehr, sehr wenige Leute getroffen. Was hast du am Pilgern gehasst? Wie lange hast du Zeit? Es gab einige Dinge, die ich nicht so toll fand, wie zum Beispiel Nummer 1, die Natur. Die Natur ist manchmal ganz nett, so am ersten Tag. Und dann gehst du irgendwie weiter, tiefer rein in den Wald, es sind überall Insekten, Zecken, Schlangen. Es gibt so Strecken bei diesem Weg, da musst du halt direkt neben der Straße gehen. Wie so eine Nutte. Und ich dachte mir, Entschuldigung, was ist das? Es ist ja nicht ungefährlich, wenn du direkt neben der Straße gehst. Ich verstehe auch nicht, warum es nicht eine App, einfach eine große bekannte App für so Wanderrouten geben kann. Weil ich habe mich auf Instagram darüber beklagt und die Leute haben gesagt, Michi, verwende doch die App Momomomox. Und jemand anders hat gesagt, die beste Wander-App nennt sich Wonky Tonky. Und ich denke mir so, die klingen alle so, als würden sie mein Handy mit einem Virus infizieren. Ich habe Viren genug. Sorry. Ich wünschte, es würde einfach möglich sein, dass diese irgendjemand, keine Ahnung, der Wanderverband Österreich einen guten Deal mit Google Maps macht, damit diese ganzen Wanderrouten dann auch auf Google Maps sind. Denn auf Google Maps sind halt immer nur die Straßen, also die Hauptstraßen eingezeichnet, meiner Meinung nach. Und so kleine Waldwege findest du dort nicht. Das fand ich ein bisschen nervig. Und außerdem die Unterkünfte. Ja, ich gebe euch in meine Infobox eine genaue Beschreibung meiner Etappen und auch, wo ich geschlafen habe und wie ich diese Unterkunft fand. Denn nicht alles, was sich Hotel nennt, würde auch ich als Hotel bezeichnen. Manche dieser Orte waren ein bisschen, wo ich mir dachte, huh. Also ich kann es wirklich nur mit Soundeffekten beschreiben. Was hast du auf deiner Reise gelernt und hast du dir irgendetwas Neues vorgenommen? Ich habe gelernt und mir auch vorgenommen, mir weniger Sorgen zu machen, weil ich bin ja jemand, ich bin oft ein bisschen gestresst wegen Kleinigkeiten und mich hat es fertig gemacht, wenn ich nicht genau wusste, wo der Weg hingeht, ob ich am richtigen Pfad bin und so weiter. Und man kann natürlich philosophieren und sagen, das ist eine Metapher fürs Leben, wo man auch nicht immer weiß, wo geht's als nächstes hin, bin ich am richtigen Weg. Und es war schön zu sehen, dass ich immer, jeden Tag irgendwie ans Ziel gekommen bin. Ich habe mir unzählige Sorgen gemacht, aber ich habe es immer ohne Probleme geschafft. Ich habe gelernt, man kommt immer ans Ziel. Manchmal braucht man ein bisschen länger, aber die Dinge sind nicht so schlimm, wie ich sie mir immer ausmale. Ich muss mir nicht so viele Sorgen machen und das war super. Und außerdem finde ich es immer total geil, wenn ich über Dinge spreche und sage, oh, ich würde gern pilgern gehen und meine Freunde sagen so, ja, ja, Michi, du lügst ja, wenn du das Maul aufmachst und dann tue ich diese Dinge tatsächlich und das freut mich immer. Also ich bin dann wirklich auch sehr stolz auf mich, weil ich ein Mann meines Wortes bin. Das heißt, ich kann euch wirklich nur empfehlen, pilgern zu gehen. Nehmt es euch vor. Unter uns, es schindet Eindruck. Ja, es ist relativ einfach. Du gehst hier wirklich nur ein paar Stunden am Tag geradeaus, aber es schindet so viel Eindruck im Freundeskreis. Die Leute sagen, Michi, wow,
tolle Leistung. Ich bin sicher, ich habe jetzt Party-Smalltalk für die nächsten 2 Monate. Also es war wirklich eine Win-Win-Situation. Wie gesagt, ich gebe euch alles Mögliche in die Infobox. Außerdem habe ich eine Podcast-Folge gemacht, in der ich meine lustigsten Anekdoten von dieser Pilgerreise erzähle. Es sind mir ein paar Dinge passiert. Es gab ein paar Situationen, wo ich nackt war. Und das, auch den Link zu meinem Podcast findet ihr in der Infobox. Mein Podcast heißt Buchingers Tagebuch. Okay, danke, dass ihr bei diesem Video mit dabei wart. Danke für eure Fragen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Pilger-Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.